Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Dämlichkeit, Wichtigtuerei oder gar Lust auf Sabotage? Man weiß noch nicht, was die Person trieb, die ein Berliner Boulevardblatt über den geplanten Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj informierte. Sollte es Dämlichkeit gewesen sein, muss diese ziemlich groß sein. Denn dass Auslandsbesuche dieses hochgefährdeten Mannes grundsätzlich mit dem Attribut überraschend oder unangekündigt versehen werden, kann eigentlich niemandem entgangen sein, schon gar nicht, wenn man bei der Polizei arbeitet. Das Landeskriminalamt ermittelt jetzt wegen Geheimnisverrat. In Kiew ist man not amused und in Berlin peinlich berührt. Andere Länder kriegen das besser hin. Finnland etwa, da war Selenskyj gestern, oder die Niederlande, da ist er heute. Von seinem Besuch in Den Haag berichtet Isabel Schäfers. In Den Haag fordert der ukrainische Präsident Selenskyj heute neben mehr Waffen vor allem eins: juristische Konsequenzen. Die Bühne am Internationalen Strafgerichtshof nutzt er, um klarzumachen, Putin muss bestraft werden. Putin, sein Feind mit dem gleichen Vornamen. Volodymyr ist die ukrainische Version von Wladimir. Ich bin mir sicher, wir alle wollen hier in Den Haag eigentlich lieber den anderen Wladimir sehen. Und zwar denjenigen, der es verdient, für seine kriminellen Handlungen verurteilt zu werden, hier in der Hauptstadt des internationalen Rechts. In Den Haag sitzt der Internationale Strafgerichtshof. Dessen Chefankläger reist immer wieder in die Ukraine, sammelt Beweise für russische Kriegsverbrechen. Mittlerweile wurde Haftbefehl gegen Putin erlassen, wegen mutmaßlich rechtswidriger Verschleppung von ukrainischen Kindern. Den russischen Angriffskrieg als Ganzes kann der Strafgerichtshof aber nicht beanstanden. Seit 2010 sind Angriffskriege zwar als Straftat beim Strafgerichtshof aufgeführt, aber die Handlungsmöglichkeiten sind sehr eingeschränkt. Denn es wurde von den mächtigen Ländern dafür gesorgt, dass für eine Anklage sowohl Angreifer als auch Angegriffener Mitglied beim Gerichtshof sein müssen. Nicht Mitglied beim Internationalen Strafgerichtshof sind etwa die USA und auch Russland. Deshalb gibt es die Idee, ein Sondertribunal gegen den Kriegsverbrecher Putin einzurichten. Bereits mit echten Richtern, Zeugen und Beweisen simuliert im Februar. Das würde unabhängig vom Strafgerichtshof agieren. Das Vorbild: die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg gegen führende Nationalsozialisten. Für ein solches Modell wirbt auch der ukrainische Präsident heute. Es gibt nur ein russisches Verbrechen, das zu all den anderen Kriegsverbrechen geführt hat. Das Verbrechen des Angriffskrieges, der Beginn des Bösen, das Hauptverbrechen, für das Russland zur Verantwortung gezogen werden sollte. Das kann nur durch ein Tribunal durchgesetzt werden. Seit Monaten diskutiert der Westen darüber. Einig sind sich alle, Putin muss bestraft werden. Ob es die nötige internationale Unterstützung für ein Tribunal gäbe, ist aber unklar. So bleibt auch der Gastgeber in Den Haag heute vage. Russland kann diesen Krieg nicht gewinnen und muss für alle Aggressionen und das Unrecht, das dem ukrainischen Volk Tag für Tag in diesem schrecklichen Krieg zugefügt wird, zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn die Straflosigkeit einfach weiter fortbesteht, jetzt bei Putin, aber auch bei allen anderen Aggressoren in der Welt, dann zeigt das, dass die internationale Rechtsordnung zahnlos ist. In der Ukraine wird weiter gekämpft. Noch scheint es unwahrscheinlich, dass Putin jemals dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Derweil stehen Kiew und andere ukrainische Städte weiter unter Beschuss. Kein Tag ohne Luftalarm in der Hauptstadt. Auch heute waren in Kiew mehrfach Explosionen zu hören durch das Abfangen russischer Drohnen oder Raketen. Auf Videos, die den Abschuss einer Drohne heute über dem Stadtzentrum zeigen, hört man, wie Passanten nach dem Treffer der Flugabwehr in Jubel ausbrechen. Die Nerven muss man auch erstmal haben. Aber die Widerstandskraft der Ukrainer bekamen die Russen ja schon am ersten Tag ihrer sogenannten Spezialoperation zu spüren. Unser Reporter Dara Hasanzadeh hat einen Soldaten getroffen, der damals auf der berühmt gewordenen Schlangeninsel stationiert war.
die Donau, Grenzfluss zwischen Rumänien und der Ukraine, eine der sichersten Regionen in dem kriegsgeplagten Land und der Arbeitsplatz von Mikita. Der Grenzsoldat wurde bewusst hierher versetzt. Sein letzter Dienstort war die Schlangeninsel am Tag, als der Krieg begann. Wir gingen zum Waffenraum, um unsere Helme, die kugelsicheren Westen und unsere Waffen zu holen. Wir nahmen unsere Positionen ein. Wir dachten alle, es ist ein Probealarm und warteten auf das Ende. Aber als wir die Silhouette des Kriegsschiffs sahen, wussten wir, das ist kein Probealarm. Dem übermächtigen Kriegsschiff entgegneten sie nur einen Satz, ein Satz, der bis heute wirkt. Russian warship, go fuck yourself. Der Preis dafür und für ihren Widerstand war Kriegsgefangenschaft, 9 Monate. Dann kam es zu einem Austausch, Mikita gehörte dazu. Über die Zeit in der Kriegsgefangenschaft verliert er nur wenige Worte. Es ist sehr hart für Kriegsgefangene, weil man von allem abgeschnitten ist. Man bekommt nur falsche Informationen. Hart zu ertragen. Besonders hart ist es, wenn dich die Wärter drangsalieren, psychisch und körperlich. Es ist schwer, das zu überstehen. Es ist sehr, sehr hart. Noch immer sind 36 Männer von der Schlangeninsel in russischer Kriegsgefangenschaft. Im Küstenort Wilkowo treffen wir Angehörige. 7 Frauen, 14-monatiges Leiden. Sie mussten erst die Falschmeldung über den angeblichen Tod der ganzen Einheit ertragen. Dann die enttäuschte Hoffnung, als ihre Männer nicht zu den Auserwählten des Austauschs gehörten. Und bis heute die andauernde Ungewissheit. Jedes Mal, wenn es einen Austausch von Kriegsgefangenen gibt, haben wir große Hoffnungen. Wir hoffen, dass wenigstens einer der unsrigen unter ihnen ist. Und wenn wir erfahren, dass unsere Männer nicht darunter sind, es ist ein solcher Schmerz, ich kann ihn nicht beschreiben. Die Frauen fühlen sich hilflos. Moskau fordert 2 eigene Soldaten im Austausch für jeden Ukrainer von der Schlangeninsel. Russischer Zynismus durchdringt selbst entlegene Idyllen in der Ukraine. Der Angriff auf die Ukraine zwang Deutschland in eine abrupte Energiewende, die sich in dieser Dramatik natürlich keiner gewünscht hatte. Aber auch ohne den Krieg wäre die Energiepolitik zum schwierigsten und umstrittensten Thema der Ampelkoalition geworden. In dessen Zentrum Wirtschaftsminister Habeck und sein Staatssekretär Patrick Reichen. Die Staatssekretäre sind es ja, die das operative Geschäft der Ministerien leiten. Einem breiten Publikum meist unbekannt, halten sie in Berlin die Fäden der Macht in ihren Händen. Habecks wichtigster Mann steht nun wegen des Vorwurfs der Vetternwirtschaft unter Druck. Wer eine solche Flanke bietet, muss sich über das Halali seiner Gegner nicht wundern. Aus Berlin, Karl Hinterleitner. Robert Habeck heute Nachmittag. Bei seinem Termin geht es um Krisen in der Wirtschaft. Unter Beobachtung ist der Minister aber wegen der Krise im eigenen Haus. Doch dazu sagt Habeck nichts. Auf Fragen zu seinem Staatssekretär kein Kommentar. Es geht um Patrick Greichen, Habecks wichtigstem Mann im Ministerium, Architekt der Energiewende. Greichen steht unter Druck. Seine Geschwister arbeiten beide im Öko-Institut, an das das Wirtschaftsministerium Aufträge für Studien erteilt. Die Opposition spricht von grünem Filz und fordert seinen Rücktritt. Die Bundesregierung muss schnell zurückkehren zu einer vernünftigen Arbeitsweise. Und dazu zählt auch ein Bundeswirtschaftsminister, der frei ist von dem Verdacht, dass er hier ein ganzes Ministerium mehr oder weniger als Familienbetrieb führt. Ich hoffe, dass wir das in der nächsten Woche ausräumen können, dass die Bundesregierung das ausräumen kann. Ich glaube nicht, dass Herr Greichen noch einmal zurückfindet zu einer Arbeit, die von Vertrauen und Respekt getragen ist. Tatsächlich gibt das Ministerium schon seit Jahren und auch schon unter CDU-Leitung Studien beim Öko-Institut in Auftrag. Und die Geschwister Greichen haben dort keine leitende Funktion. Aber Patrick Greichen hat ein weiteres Problem. Er saß in der Findungskommission, die seinen Trauzeugen Michael Schäfer zum neuen Chef der Deutschen Energieagentur machen wollte. Unabhängigen Beobachtern der politischen Landschaft in Berlin geht das zu weit. Aus unserer Sicht hat Herr Greichen hier auf jeden Fall einen Fehler gemacht.
Und das ist klar, dass er sich da von vornherein hätte rausziehen müssen. Das gehört ja eigentlich zum kleinen Einmaleins. Und aus unserer Sicht hat er auch gegen den Verhaltenskodex der Bundesverwaltung an der Stelle verstoßen. Am kommenden Mittwoch will der Wirtschaftsausschuss des Bundestages Patrick Greichen befragen. Für Habeck ist sein Staatssekretär eine große Stütze. Er stellte sich demonstrativ vor ihn. Ohne die konsequente Art von Patrick Greichen wäre Deutschland heute in einer schweren Wirtschaftskrise. Greichens Fehlverhalten räumt Habeck allerdings ein. Von dem Fehler, der passiert ist bei der Stellenvergabe der DENA, ist zumindest nicht der Anschein einer Vorteilsnahme auszuschließen. Und deswegen muss das Verfahren meiner Ansicht nach neu aufgesetzt werden. Das reicht vielen im politischen Berlin nicht. Und auch vom eigenen Koalitionspartner ist die Unterstützung für Habeck bestenfalls halbherzig. Für mich gilt, dass ich zunächst einmal davon ausgehe, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Denn Herr Greichen ist bekannt dafür, dass er einseitig nur auf die Wärmepumpe setzt. Das ist für mich gegenwärtig ein politisches Problem. Der Rest wird aufgeklärt. Und Aufklärung ist dringend nötig. Für die einen ist es ein Skandal, für die anderen ein Sturm im Wasserglas. Sicher ist, der Minister unter Druck wie nie, ebenso wie sein wichtigster Mann. Damit steht für Habeck auch das Gelingen seiner Energiewende auf dem Spiel. Fragen wir noch mal nach bei Theo Koll. Theo Koll, Theo, politisch betrachtet, wie brisant ist diese Sache für Habeck? Also Greichen ist wirklich Habecks wichtigster Mann. Er entscheidet ganz wesentlich über Energiefragen, die alle Menschen in diesem Land fundamental betreffen. Und wenn ein solcher Mann bei der Auswahl seines eigenen Trauzeugens für einen wichtigen Posten ganz offensichtlich ein Problem mit seinem inneren Kompass offenbart, dann ist das auch ein Problem für den Minister. Wenn Habeck ihn hält, wird ihm das immer anhängen. Und wenn er ihn entfernt, dann entfernt er auch eine ihn selbst ja inhaltlich tragende Säule der Energiewende. Denn viele der großen und durchaus dramatischen Energie- und Strukturmaßnahmen in diesem ersten Ukraine-Kriegsjahr, die stammen ja aus Greichens Feder. Aber für Habeck viel brisanter als diese Personalie dürfte die Heizungswende an sich sein. Schlecht vorbereitet, schlecht kommuniziert, 83 Millionen Menschen vor zum Teil unlösbare Probleme beim Heizungstausch zu stellen, das führt auf geradem Weg zu den abstürzenden Umfragewerten dieser Tage. Ja, eben, also Stichwort Umfragen, es läuft insgesamt im Moment nicht so gut für die Grünen. Ja, das kann man wirklich sagen. Die Heizungswende hängt um ihren politischen Hals wie ein schwerer alter Radiator. Da wundert es nicht, was die Süddeutsche Zeitung morgen enthüllen wird, dass nämlich die Grünen-Fraktion im Bundestag eine nochmals massiv höhere Förderung durchsetzen will. Bis zu 80% der Austauschkosten alter Heizanlagen sollen Menschen ersetzt bekommen, wenn sie ein zu versteuerndes Einkommen von unter 20.000 Euro im Jahr haben. Damit ist aber der nächste Streit in der Ampel natürlich absehbar, denn die FDP ist ja schon mit den alten Plänen nicht einverstanden und findet die Hilfen zu hoch. Christian Lindner ist heute auch erneut auf Distanz gegangen zum bisherigen Gesetzentwurf. Der müsse erst einmal praxistauglich gemacht werden. Also nach dem verschwiegenen Trauzeugen brauchen die Grünen jetzt eher sich offen bekennende politische Paten. Dankeschön, Theo, nach Berlin. Gerne. Ex-Kanzler Schröder bleibt im Homeoffice oder muss sich selbst ein Büro mieten? Mit dem Thema geht es bei dir jetzt weiter, Heinz. Der Gerhard Schröder hat nach einer Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts keinen Anspruch auf ein Ex-Kanzlerbüro. Schröder hatte geklagt, nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestages vor einem Jahr dafür gestimmt hatte, dass sein Büro, wie es hieß, ruhend gestellt werden solle. Mit der Begründung, der Altkanzler nehme keine fortwirkende Verpflichtung aus dem Amt mehr wahr. Das Gericht stellte heute fest, dass Ex-Kanzler mit einem Büro ausgestattet werden sei zwar üblich, aber es bestehe kein Anspruch darauf. Gegen das Urteil ist noch Berufung möglich. Bundesumweltministerin Lemke war heute im maroden Atommülllager Asse in Niedersachsen. Empfangen wurde sie an der Einfahrt zu dem ehemaligen Bergwerk von Bürgerinitiativen und Anwohnern. Es gibt Streit über die Suche nach einem Zwischenlager. Das wird benötigt, weil der radioaktive Abfall aus der Asse möglichst schnell geborgen werden soll. Die Planungen dafür laufen. Bei einem Zugunfall in der Nähe von Köln sind zwei Arbeiter ums Leben gekommen. Sie waren gerade im Einsatz, als ein Intercity sie erfasste. Der Grund für das Unglück ist noch völlig unklar. Etwa 50 Menschen im Zug saßen stundenlang fest. Die Bahnstrecke wurde zwischen Köln und Bonn vorübergehend gesperrt.
Nach dem Messerangriff an einer Berliner Grundschule soll der mutmaßliche Täter in einer Psychiatrie untergebracht werden. Laut Polizei soll es Hinweise auf eine durch Drogenkonsum ausgelöste psychische Erkrankung geben. Bei dem Angriff wurden zwei Mädchen im Alter von 7 und 8 Jahren verletzt. Der 38-Jährige konnte kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Nach Angaben der Umweltorganisation German Watch hat Deutschland heute den sogenannten Erdüberlastungstag erreicht. Würden alle Menschen so leben wie hier, wären die Ressourcen verbraucht, die der Planet in einem Jahr auf natürlichem Wege ersetzen könnte. Die frühe Übernutzung der Naturgüter liege vor allem an den hohen Treibhausgasemissionen hierzulande, so German Watch. Klimawandel und grüne Energien gehören auch zu den Themen auf der aktuellen Afrika-Reise des Bundeskanzlers. Es ist bereits die zweite seiner Amtszeit. Die Bundesregierung zeigt damit, dass sie dem Kontinent geopolitisch eine höhere Bedeutung beimisst, als dies in vergangenen Jahrzehnten der Fall war. Vor allem will man Afrika nicht China und Russland überlassen. Mit Kenia und Äthiopien besucht Scholz zwei Länder, die in der Hinsicht von besonderem Interesse sind. Kenia ist wichtiger Handelspartner und auf dem Kontinent ein Vorreiter bei erneuerbaren Energien. Und Äthiopien beherbergt den Sitz der Afrikanischen Union, die eine wichtige Rolle bei der Beilegung von Konflikten spielt. Nicht zuletzt in Äthiopien selbst. Dort in der Krisenregion Tigray beginnt Susanne von Lujewski ihren Bericht. Langsam kehrt das Leben zurück nach Tigray. Seit dieser Woche haben die Schulen wieder geöffnet. Über 2 Jahre mussten die Kinder zu Hause bleiben. Der Krieg hat auch die Bildung zerstört. Heran ist 11 Jahre alt. Das Mädchen hat Tote und Verwundete gesehen. Doch jetzt ist da nur Freude über den wiedergewonnenen Alltag. Ich habe meine Freunde vermisst. Ich habe die Liebe meiner Lehrer vermisst. Jetzt bin ich zurück in der Schule und kann mein Glück gar nicht fassen. Keine Schule, kein Gehalt. Herans Lehrer Tedos Alemu hat während des Krieges nichts verdient. Viele seiner Kollegen sind zur Armee gegangen, um zu überleben. Wenn ich in die Klasse gehe, bringe ich ihnen keine Grammatik bei. Wir sind als Volk traumatisiert. Wir sind seelisch zerstört. Und der seelische Schaden für die Kinder ist noch größer. Von all dem sieht der Bundeskanzler heute nichts. 7 Stunden hält er sich in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba auf. In hochrangigen Gesprächen soll es vor allem um den Frieden in der Region gehen, aber auch darum, die Beziehungen zum gesamten Kontinent zu stärken. Afrika muss in den internationalen Beziehungen, in der internationalen Politik eine größere Rolle spielen. Eine Rolle, die dem Kontinent und seiner wachsenden Bedeutung auch gerecht wird. Dass der Kanzler sich für einen Sitz der Afrikanischen Union am G20-Tisch stark macht, dürfte Äthiopiens Präsident gefallen. Abiy Ahmed ist Friedensnobelpreisträger, dann führte er einen blutigen Krieg gegen die Provinz Tigray. Reden möchte er darüber am liebsten nicht mehr. Dabei wäre gerade das für die Menschen in der Region wichtig, um echte Versöhnung voranzubringen. Wir sind einfache Zivilisten, wir haben nichts falsch gemacht. Man hat es nur auf uns abgesehen, weil wir Tigrayer sind. Ich bin sehr unglücklich. Wir werden behandelt, als ob wir keine Äthiopier sind. Trotz des Friedensschlusses können viele Menschen aus West-Tigray noch immer nicht in ihre Heimatdörfer zurück. 52 Camps betreibt das UN-Flüchtlingshilfswerk weiterhin in der Provinz. Und es fürchtet, dass schon in den nächsten Wochen neue Herausforderungen auf die krisengeschüttelte Region zukommen. Aufgrund der Krise im Sudan werden so viele tausende Menschen vertrieben, dass der Bedarf an humanitärer Hilfe steigen wird. Und wir brauchen dringend Mittel zur Bewältigung dieser Notlage. Für die meisten Kinder in Tigrays Hauptstadt Mekele spielen diese düsteren Prognosen erst einmal keine Rolle. Sie genießen die Gegenwart und träumen von einer Zukunft in dauerhaftem Frieden. Und jetzt geht's bei dir nochmal weiter, Heinz, mit dem Blick auf die Finanzmärkte. Die US-Notenbank hatte ihren Leitzins gestern erhöht. Heute stand die Entscheidung der Europäischen Zentralbank an. Und auch hier beschlossen die Währungshüter eine weitere Anhebung um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75%.
Frank Bethmann, wie wird dieser Zinsschritt bewertet? Es ist der 7. Zinsschritt in Folge. Die Erhöhung fällt kleiner aus als zuletzt, als die Europäische Zentralbank ja gleich um 0,5 Prozentpunkte die Schlüsselsätze anhob. Gleichwohl bleiben die Notenbanker ihrem Kurs treu und der heißt, die Leitzinsen steigen weiter, weil die Inflation runter muss. Die Teuerung hält sich hartnäckig. Nicht auszuschließen, dass die Währungshüter auch im Juni die Leitzinsen weiter anheben werden. Für die ohnehin schwächelnde Konjunktur in Europa birgt das Risiken. Steigende Zinsen bedeuten, Geldleihen wird teurer, Unternehmen unterlassen unter Umständen geplante Investitionen, Häuslebauer nehmen Abstand von ihren Eigenheimvorhaben. Und der DAX, der findet das alles auch nicht lustig, verliert heute ein 0,5% oder 81 Punkte. Und wie macht sich die Reihe von Leitzinserhöhungen denn inzwischen so im Alltag eigentlich bemerkbar? Naja, mit den steigenden Leitzinsen gibt es immerhin auch wieder mehr für Guthaben. Die Banken zahlen wieder Zinsen aufs Festgeld. Bei einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren gibt es derzeit zahlreiche Angebote mit 3,4 bis 3,6 Prozent, so das Verbraucherportal Finanztipp. Wer dagegen einen Ratenkredit benötigt, zahlt aktuell durchschnittlich 6,49 Prozent, laut dem Vergleichsportal Verivox. Nun hoffen viele Verbraucherinnen und Verbraucher, dass auch bald der Preisdruck an der Ladentheke nachlässt. Doch erfahrungsgemäß passiert das nicht von heute auf morgen. Frank Bethmann, vielen Dank. Gerne. In mehreren Bundesländern hat es wegen Warnstreiks erneut Ausfälle im öffentlichen Nahverkehr gegeben. Hier in Hannover hatte die Gewerkschaft Verdi zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Bundesweit beteiligten sich nach ihren Angaben etwa 2000 Beschäftigte. Verdi und der Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen verhandeln über mehr Geld für die Mitarbeiter, bislang ohne Ergebnis. Eine Meldung vom Tennis. Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Madrid im Viertelfinale ausgeschieden. Der 24-Jährige aus Kempen unterlag dem Kroaten Borna Coric nach 75 Minuten mit 3 zu 6 und 3 zu 6. Und verpasste damit seine erste Teilnahme an einem Masters-Halbfinale. Das Erreichen der Runde der letzten 8 war für den Weltranglisten 92. Altmaier trotzdem ein großer Erfolg. Eine Schule irgendwo in Deutschland. Im Zentrum das Lehrerzimmer. So heißt der Film, der heute in den Kinos anläuft. Wobei die Schule und ihr Lehrerzimmer eine Metapher auf unsere Gesellschaft sein sollen. Ein Mikrokosmos, in dem sich quasi auf kleinem Raum zeigt, was schiefläuft in den Debatten unserer Zeit. Wenn Konflikte eskalieren und es am Ende nur noch darum geht, Recht zu behalten. Der Film ist für den Deutschen Filmpreis in gleich 7 Kategorien nominiert und sehr sehenswert, sagt unsere Filmkritikerin Nadja Nasser. Guten Tag. Morgenritual in Carla Nowaks 7. Klasse. Die engagierte junge Lehrerin für Mathe und Sport ist neu an der Schule. Sie liebt ihren Job, ist geduldig und verständnisvoll, will die Kinder unterstützen und motivieren. Wir kommen schon noch dahin. Aber an der Schule wird seit längerem geklaut. Auch Carlas Schüler geraten unter Verdacht. Hallo alle zusammen. Wir müssen den Unterricht jetzt mal für einen Moment unterbrechen. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Holt sie bitte raus, legt sie auf den Tisch und kommt hier nach vorne. Das Ganze ist natürlich freiwillig. Aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen. Wessen Platz ist das? Als fälschlicherweise der 12-jährige Ali beschuldigt wird, Ali, kommst du bitte mit? Will die empörte Lehrerin etwas unternehmen. Sie stellt im Lehrerzimmer eine Falle, lässt Geld herumliegen und filmt heimlich mit ihrem Laptop. Tatsächlich, auf den Aufnahmen ist eine auffällige Bluse zu sehen, wie sie die Sekretärin trägt. Carlas Verdacht setzt eine furchtbare Kettenreaktion in Gang. Frau Kuhn, ja, haben Sie mir vielleicht etwas zu sagen? Es handelt von der Suche nach Wahrheit, der Suche nach Gerechtigkeit, der Verdrehung von Wahrheit. Es geht darum, wie man als Lehrkraft alles richtig machen will und doch einiges falsch macht. Und wir dachten, dass das eigentlich ein guter Ort ist, um auch so ein Spiegelbild von unserer heutigen Zeit herzustellen. Sie haben Ihr Urteil also schon gefällt. Ach, na, nehmen Sie sich's doch. Oh, tja, wie es der Zufall gerade will. Muss ich nämlich zum Bankomat. Das Lehrerzimmer ist ein großartiger Film. Bedrückende Sozialstudie und packender Thriller zugleich.
An der Schule entbrennt eine aufgeheizte Debatte, in der jeder jedem misstraut und alles droht, aus dem Ruder zu laufen. Der Moment, wenn jemand, eine Person, die eigentlich in charge ist, das auf einmal nicht mehr ist. So, worin manifestiert er sich? Wie verändert sich der Blick, die Energie im Raum? Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen. Schämen Sie sich. Beklemmend, spannend und hochaktuell. Mit einer fantastischen Leonie Benesch in der Hauptrolle. Und hier geht's gleich bei Maybrit Illner weiter, die mit ihren Gästen heute über die Lage in der Ukraine spricht. Und um 0.30 Uhr meldet sich dann Nazan Göktemir mit unserem Heute Journal Update. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Nach dem sehr frühlingshaften Tag heute ändert sich das Wetter und das liegt an diesem Tief. Schon in der zweiten Nachthälfte geht es los. Es gibt die ersten Regenschauer und Gewitter. Morgen über Tag aber dann brodelt es in der Atmosphäre. Es gibt kräftige Gewitter, zum Teil mit 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Heute Nacht also gibt es die ersten Schauer und Gewitter im Westen. Sonst ist es häufig noch trocken und an der Donau auch klar. Dort sinken die Temperaturen bis 4 Grad. Deutlich milder bleibt es im Westen unter den Schauer- und Gewitterwolken bei 14 bis 10 Grad. Die Höchsttemperaturen morgen liegen meist bei 16 bis 24 Grad. Nur an der Ostsee bleibt es bei 10 bis 11 Grad deutlich kälter. Und das liegt dort immer noch am kräftigen Ostwind. Der hält die Wolken ein bisschen auf Distanz. Schauer und Gewitter aus der Nacht ziehen weiter nach Osten, verkleckern dabei aber immer mehr, sodass westlich des Rheins dann schon wieder die Sonne zum Vorschein kommt. Am Vormittag ist es am freundlichsten hier im Osten. Und im Nordosten bleibt es das auch noch am Nachmittag. Sonst aber brodelt es. Es gibt kräftige Schauer und Gewitter mit zwei Schwerpunkten. Zum einen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und im nördlichen Hessen, zum anderen im Alpenvorland. Außer Starkregen können auch Hagel- und Sturmböen auftreten. Der Samstag wird dann ein bisschen ruhiger. Es gibt noch Regenschauer und Gewitter bei 9 bis 24 Grad. Und am Sonntag drohen dann schon wieder die nächsten Unwetter. Guten Abend.